Ihr wollt, dass eure Taskbar genauso aussieht wie bei mir gerade, sodass euer Wallpaper schöner zum Vorschein kommt. Heute zeige ich euch wie und das auch ganz schnell. So wie ihr gerade seht, ist die Taskleiste bei mir noch grau, vielleicht bei euch weiß, kommt dran, ob ihr Dark Mode oder White Mode drin habt. Aber wie ihr die Taskleiste unsichtbar machen könnt oder durchsichtig, geht ganz schnell und ist auch ganz ohne Viren, also dann müsst ihr keine Sorge haben. Also, was wir zuerst machen, ist bei Windows 11, oder was bei Windows 10 geht, weiß ich auch nicht vorab noch gesagt, naja, aber es könnte sein, ich weiß aber nicht. So bei Windows 11 gehen wir auf den Microsoft Store und suchen einfach nach der App Translucent TV. Das ist dann diese App hier mit den TTB drauf. Ganz einfach. So, das war ja schon der schwierigste Part. Der zweite Part ist jetzt einfach verklicken auf Installieren. Es lädt kurz runter, dauert gleich 2 Sekunden, eine Sekunde, das sind dann nur 3 Mbits. Und jetzt noch auf Öffnen klicken und auf Continue können hier wieder schließen. Das können wir machen. Und zack, ihr seht, wir haben jetzt ein komplettes, sagen wir mal, volles Wallpaper. Es wird nicht abgeschüttet von so einer Taskleiste hier. Das einzig Schlechte daran ist halt einfach nur, dass es halt jetzt so ist. Damit müsst ihr halt klarkommen. Aber ist halt nicht jeder sein Geschmack. So, und jetzt zeige ich noch kurz, wie ihr es wieder deinstallieren könnt. Das Translucent TV. Und das ist eigentlich auch ganz simpel. Ihr könnt es hierüber wieder schließen. Darüber wird es dann wieder. Ihr seht schon, dass die Taste wieder da ist. Und wie wir es installieren ist, wir geben hier oben bei Suchbegriffe ein, wieder Translucent TV und deinstallieren es hier wieder mit. Ganz einfach, super simpel. Und es ist deinstalliert. So habt ihr dann wieder eine schwarze oder weiße Taskleiste. Also. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, euer PC ist jetzt nun besser und scheint besser auf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.